Der Wahlkampf neigt sich dem Ende entgegen. Bereits vergangenen Sonntag haben wir auf unserer Website über die zerstörten Wahlplakate in der Innenstadt berichtet. Die betroffenen Parteien verurteilen diese Beschädigung. Das ist natürlich nicht schön. Es ist leider, ich sag mal, eine sehr unadäquate Weise, so seinen Frust und seine Wut über die Politik auszudrücken. Gefühle, die sich eben auch gegen uns als Partei richten. Ich denke, wir müssen uns da trotzdem Gedanken darüber machen, auch wenn wir auf der einen Seite natürlich nichts gegen die Zerstörung der Plakate machen können. Das ist eben einfach so. Da wüsste ich jetzt keine Handhabe oder keine Vorgehensweise, wie man das verhindern will. Aber auf der anderen Seite denke ich schon, dass wir auch darüber nachdenken müssen, warum die Leute so eine Zerstörungswut haben. Ich muss sagen, ich verurteile die ganze Situation, dass halt die einzelnen Plakate halt mutwillig abgerissen werden und zerstört werden, weil da sich die ganzen Kommunalparteien halt wirklich viel Mühe für gegeben haben, die ganzen Dinge aufzuhängen, zu bekleben. Vor allem wir als Partei haben echt tagelang daran gearbeitet, überall schöne Motive aufzuhängen. Natürlich sind ein paar auch schon in einigen Wohnzimmern da gelandet, weil die unsere halt auch doch sehr schön sind. Und ja, aber es ist trotzdem nicht in Ordnung, dass die ganzen Plakate zerstört und abgerissen werden. Besonders die persönlichen und auch rassistischen Beleidigungen verurteilen die Linken. Ich halte das nicht für hilfreich, aber es zeigt vielleicht auch die Hilflosigkeit von manchen, ne? Sich nicht anders artikulieren zu können. Ne? Wenn persönliche Beleidigungen draufstehen, würde ich das nicht so persönlich nehmen. Die sind teilweise so formuliert, dass man es nicht ernst nehmen kann. Aber so ein allgemeiner Frust, ne, der ist eben schon spürbar. Jetzt sind ja auch die eine Beleidigung, die wir ja gerade gesehen haben, ist ja so ein bisschen rassistisch schon fast. Ne? Also Kanakentürke oder was auch immer. Ja, rassistische Äußerungen sind da auch viele bei. Ja, das ist sehr bedauerlich und ich denke mal, dass sich gerade von neonazistischer Seite solche Äußerungen vor allem gegen die Linke auch richten. Da sind wir natürlich, ich sag mal, das Zielobjekt erster Wahl. Für die Partei sind Wahlplakate in ihrer Gesamtheit sowieso nicht mehr zeitgemäß. Sie fordern? Wir von der Partei, die Partei fordern, dass eine große Stellwand pro Ortsbezirk aufgestellt wird und da jede Partei das Recht hat, ein Plakat hinzuhängen, da diese auch gesehen werden und das vollkommen ausreichen sollte. Die Sinnhaftigkeit der Massenplakatierung und die damit verbundenen Kosten kann man wahrhaftig in Frage stellen. Und dennoch stellen diese Plakate für viele Bürger eine Orientierungshilfe im Kommunalwahlkampf dar.